Hallo, liebe Astrophysik-Interessierte. Mein Name ist Thomas Rauscher. Ich bin theoretischer Kern- und Astrophysiker und doziere auch an der Uni Basel. Mein Forschungsgebiet ist der nukleare Astrophysik und Nukleosynthese. Das heißt, ich untersuche die nuklearen Prozesse, die einerseits Energie freisetzen durch Kernreaktionen in Sternen und Sternexplosionen, aber auch andererseits durch die Umwandlung von Atomkernen neue Elemente und Isotope erzeugen, darunter auch jene, die wir auf unserem Planeten finden und auch in uns selbst, in unseren Körpern. Heute habe ich eine anspruchsvolle Aufgabe, einen ganz speziellen Nukleosyntheseprozess zu erklären, nämlich die Entstehung der ersten Elemente im frühen Universum. Man nennt das die primordiale Nukleosynthese. Das ist deshalb anspruchsvoll, weil die Bedingungen, unter denen das stattfindet, fern von unserer Alltagserfahrung sind und es deswegen schwierig ist, das wirklich zu veranschaulichen. Aber ich werde mich bemühen. Sollte ich über gewisse Sachen zu schnell hinweggehen, dann können Sie natürlich gerne im Anschluss an den Vortrag Fragen stellen. Bevor ich den Prozess an und für sich erkläre, möchte ich ein bisschen einordnen, was die primordiale Nukleosynthese für eine Rolle spielt. Tatsächlich ist sie eines der Standbeine des Urknallmodells, gehört zu den mit wichtigsten Beobachtungen, die uns zeigen, dass das Universum ein dynamisches ist, dass es sich von einem sehr heißen Zustand ausgedehnt hat und während der Ausdehnung abgekühlt ist bis heute. Das begann historisch gesehen mit der Entdeckung der Galaxienflucht durch Hubble in den 1920er Jahren, wo er herausgefunden hat, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller entfernt sie sich auch von uns. Das suggeriert schon eine gewisse Ausdehnung des Raums dazwischen. Das wurde dann auch unabhängig von Hubble vorausgesagt von Herrn Lemaître, der das aus den Lösungen der einsteinschen Feldgleichungen als dynamisches Weltmodell vorhersagte. Kurze Zeit später, 1940er Jahre, so etwas, wurde dann schon vorausgesagt, dass wenn man jetzt überlegt, dass das Universum expandiert, das heißt diese Expansion rückextrapoliert, dass es dann früher eben nicht nur räumlich weniger ausgedehnt war, sondern auch die Energiedichte höher war, das heißt die Temperatur höher war. Und man müsste die Spuren von diesen Hochtemperaturperioden des Universums bis heute eigentlich noch sehen können. Und zwar einerseits sozusagen den Widerhall des Urknalls, nennt man das auch, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, was Photonen sind, die früher eben auch in der heißen Epoche ausgesandt wurden und bis heute durch die Ausdehnung des Raums bis auf Mikrowellenstrahlung ausgedehnt wurden und abgekühlt wurden. Und andererseits eben die erwähnte primordiale Nukleosynthese, die werde ich noch im Detail besprechen, das ist das Thema von heute, mit der man voraussagen kann, mit welchen Häufigkeiten welche Elemente gebildet wurden, auch in dieser sehr heißen frühen Phase des Universums. Und das kann man dann vergleichen mit Beobachtungen von sehr alten Sternen oder sehr entfernten Objekten, die noch möglichst die ursprüngliche Zusammensetzung haben. Und hier findet man tatsächlich eine Bestätigung. Insofern sind also diese Beobachtungen wirklich die Basis des Urknallmodells, dass das als Modell insgesamt erklären kann. In jüngerer Zeit mit immer besseren, leistungsfähigeren Teleskopen konnte man auch immer entferntere Objekte beobachten und konnte dann Galaxienstatistik betreiben und findet dann auch, dass zum Beispiel sehr entfernte Galaxien im Mittel andere Eigenschaften haben als die näher stehenden, das heißt später entstandenen Galaxien. Zum Beispiel, dass sie viel aktiver sind, die alten. Deswegen, da gibt es so Objekte wie Quasare, die mit einem sehr hohen Energieoutput haben, wo Materien, nimmt man an, in ein schwarzes Loch im Zentrum fällt und sehr viel Energie abstrahlt, sodass es über große Distanzen sichtbar ist. Diese findet man im jüngeren Universum nicht mehr und nicht, beziehungsweise nicht mehr so häufig. Und deswegen gibt es da auch
ein Hinweis darauf, dass es eine dynamische Entwicklung gibt vom Universum, also dass es nicht etwas Statisches ist, was schon für ewig unverändert besteht oder bestanden hat. Und natürlich aus der Relativitätstheorie, aus der Theorie, folgt auch, dass die Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen, die den Kosmos beschreiben, man nennt das die Friedmannschen Differentialgleichungen, für die man Lösungen finden muss, dass man da bevorzugt dynamische Lösungen findet. Das heißt, es ist praktisch unmöglich, auf alle Zeiten, ewige Zeiten, statisches Universum zu haben, auch von der Theorieseite. Und auch diese Theorieseite ist mit den Beobachtungen vereinbar. Bevor ich jetzt einsteige wirklich in den Nukleosyntheseprozess, noch eine kurze Terminologieklärung. Wir wissen alle, dass Materie besteht aus Atomen. Atome bestehen aus einer Elektronenhülle und einem winzigen Atomkern innen drin. Der Atomkern ist um einen Faktor 10.000, also nur ein Zehntausendstel vom Durchmesser der Elektronenhülle. Im Kern habe ich Protonen und Neutronen und diese wiederum bestehen aus Quarks und Gluonen. Das sind die Bindeteilchen, die Quarks zusammenhalten, in den Protonen und in den Neutronen. Quarks sind Elementarteilchen, das heißt im Standardmodell der Elementarteilchenphysik nehmen wir an, dass diese keine Komponenten mehr haben, das heißt, die sind wirklich die einzigen Teilchen hier auf dieser Ebene. Wir können nicht weiter tiefer hinuntersteigen. Normalerweise, wenn man von Elementen spricht, dann denkt man an das Periodensystem der Elemente, was man in der Chemie benutzt, wo die einzelnen Elemente geordnet sind in Spalten, je nach ihren chemischen Eigenschaften. Allerdings ist die Chemie und chemische Reaktionen sind bestimmt rein durch die Elektronen in der Atomhülle. Wovon ich heute spreche, auch wenn ich von Reaktionen spreche, das meint immer Reaktionen der Atomkerne selbst. Weil bei den heißen Bedingungen im frühen Universum sind alle Elektronen weggestrippt von dem Atom und sind einfach nur hier frei beweglich, während auch die Kerne frei herumschwirren können sozusagen im Raum. Sie können auch kollidieren, sie können wechselwirken miteinander, sie können Reaktionen machen. In diesen Reaktionen werden die Protonen und Neutronen, aus denen sie bestehen, dann umgeordnet und es entstehen neue Atomkerne mit unterschiedlichen Protonen- und Neutronenzahlen. Das meine ich, wenn ich im Weiteren von Reaktionen spreche. Es gibt natürlich eine Verbindung zu Elementen wirklich, auch in der Chemie. Es gibt in einem Atom immer genauso viele Elektronen außenrum in der Atomhülle, wie Protonen im Kern sind. Dadurch sind die Ladungen ausgeglichen. Elektronen sind negativ, Protonen sind positiv. Das heißt, ich kann auch von einem freien Atomkern sagen, er ist ein bestimmtes Element, allein basierend auf der Anzahl der Protonen im Kern. Von gewissen Elementen gibt es dann mehrere Varianten, je nach Neutronenzahl. Also ich kann die gleiche Anzahl von Protonen im Kern haben, aber unterschiedliche Zahl von Neutronen. Also zum Beispiel das am häufigsten vorkommende Helium-Isotop ist Helium-4 und dann gibt es auch noch Helium-3. Helium-4 hat 2 Protonen und 2 Neutronen im Kern. Helium-3 hat 2 Protonen, deswegen ist es Helium, aber nur ein Neutron. Nicht alle solche Proton-Neutron-Konfigurationen sind stabil, aber die meisten Elemente haben eigentlich auch mehrere stabile Isotope. Also gleiche Protonenzahl, unterschiedliche wie viele Neutronenzahl, das nennt man ein Isotop des gleichen Elements. Ein Begriff noch, den ich hier aufgeschrieben habe, Protonen und Neutronen bezeichnet man als Baryonen, also die gehören zu den Baryonen. Baryonen sind im Prinzip alle Teilchen, die 3 Quarks beinhalten. Die normale Materie im Prinzip ist baryonisch plus die Elektronen. Was auch ein Unterschied ist, wenn ich jetzt versuche, ein Atom zu zerlegen, ist, dass es sehr, sehr schwierig wird, den Kern eben aufzuspalten beziehungsweise ein Proton oder ein Neutron aus dem Kern zu entfernen, weil die Bindung untereinander so stark ist, viel stärker als zum Beispiel die Elektronen in der Hülle gebunden sind.
Also um ein Proton aus dem Kern zu entfernen, brauche ich ungefähr ein paar Millionen Mal mehr Energie als ein Elektron aus der Hülle zu entfernen. Deswegen Elektronen kann man mit einer Kerzenflamme im Prinzip entfernen. Das heißt, man hat in der Kerze Plasma. Natürlich bei Atomkernen braucht man wesentlich höhere Temperaturen. Und deswegen findet das eben auch erst im frühen Universum statt, wo die Temperaturen entsprechend hoch sind, dass sich da Kerne umordnen können. Oder in Sternen, wo auch entsprechend hohe Temperaturen herrschen und ich auch lange Zeit habe, um Umwandlungen zu machen. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf die Geschichte des Universums und mir denke, okay, ich gehe jetzt in der Zeit zurück. Also hier habe ich das aufgetragen, hier habe ich irgendwann mal einen Urknall und dann dehnt sich das Universum aus. Das ist natürlich so veranschaulicht hier. Es beginnt sehr heiß und während der Ausdehnung kühlt es ab. Und das heißt, je nach Temperatur kann ich hier verschiedene Phasen unterscheiden, in denen die Materie in verschiedenen Zuständen ist. In der heutigen Zeit sind im Prinzip die Atomkerne und die Elektronen zu Atomen verbunden. Die Materie ist relativ kühl, das Universum als Ganzes ist kühl. Wenn ich in der Zeit zurückgehe und es aufheizt, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Atome in den Gasteilchen zum Beispiel bereits ionisiert sind. Das heißt, Elektronen werden verloren aus der Hülle und bis zu einer Totalionisation. Und dann habe ich freie Atomkerne und freie Elektronen, die da durcheinander fliegen. Und dazwischen natürlich auch noch Lichtteilchen, also Photonen, elektromagnetische Wellen, die ebenfalls Energie transportieren. An diesem Punkt, wo diese Ionisation beginnt, wenn ich zurückgehe, dann bis dorthin kann ich zurückschauen. Und das nenne ich den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Also den bespreche ich hier nicht genauer, da gab es schon andere Vorträge drüber. Aber es gibt natürlich eine Verbindung zwischen primordialer Nukleosynthese und kosmischem Mikrowellenhintergrund, wie wir auch dann noch gleich sehen werden. Wenn ich weiter zurückgehe, dann habe ich eben die einzelnen Atomkerne. Irgendwann ist die Temperatur auch so hoch, dass die Atomkerne nicht mehr Bestand haben, sondern auseinandergerissen werden. Dann habe ich Protonen und Neutronen. Und wenn ich noch weiter zurückgehe zu ganz frühen Epochen, gibt es nicht mal Protonen, Neutronen, sondern nur mehr das sogenannte Quark-Gluon-Plasma, wo Quarks und Gluonen frei oder quasi frei sich bewegen können. Wir schauen uns jetzt eigentlich nur diese Periode an. Hier ein kurzer Ausschnitt. Im Prinzip geht es hier um die Sekunde, wenn man es in Zeit umrechnen will, Sekunden, eine Sekunde bis ungefähr 1000 Sekunden nach dem Urknall. Das ist genau diese Zeitperiode, wo die Temperatur entsprechend war, dass Kernreaktionen stattfinden konnten und Elemente erzeugen konnten. Man soll sich hier nicht täuschen lassen von der Skala hier, der zeitlichen und Energieskala. Die gleichen Abstände sind nicht gleiche Zeiten, überhaupt nicht. Das ist eine logarithmische Skala. Also zum Beispiel eben, wie gesagt, hier der Beginn ist eine Sekunde ungefähr nach dem Urknall, das wäre hier. Dann vielleicht bis 100.000 Sekunden dauert die Nukleosynthese. Und dann passiert eigentlich 380.000 Jahre nichts. Da habe ich nur freie Atomkerne und Elektronen, bis das Universum so weit abgekühlt ist, dass sich daraus dann wirklich Atome wieder bilden können. Also das wäre dann hier. Also diese Skala, das sind sehr unterschiedliche Zeiträume. Was ich auch noch, worauf ich noch hinweisen möchte, ist, die Energien, die wir erreichen können mit Teilchenbeschleunigern, wie zum Beispiel am CERN, die reichen aus, um hier die Eigenschaften von den Kräften und Teilchen zu untersuchen, bis sehr nahe an den Urknall ran. Aber eigentlich brauchen wir das für die primordiale Nukleosynthese nicht, deswegen ist sie noch eigentlich besser limitiert von Physik, hat weniger Unsicherheiten in der Physik, weil das sind Kernphysikexperimente, die auch schon jetzt mittlerweile seit 80 Jahren oder so gemacht werden, wo dann sehr genau diese Reaktionen und Eigenschaften der Teilchen vermessen werden. Wie funktioniert das jetzt? Ich brauche natürlich Protonen und Neutronen. Die habe ich nicht unbedingt, wie ich schon gesagt habe. Ich habe zunächst ein Quark-Gluon-Plasma. Und jetzt gehe ich wieder in der Zeit vorwärts und das Universum expandiert und kühlt dabei ab. Und
ungefähr aus 10 hoch minus 5 Sekunden nach dem Urknall ist die Temperatur so weit abgefallen, dass ich dann tatsächlich Protonen und Neutronen bilde. Dann habe ich so eine Suppe aus Protonen und Neutronen, aber auch noch Elektronen und deren Antiteilchen, Positronen und Neutrinos und Antineutrinos. Hier kann ich noch keine Atomkerne machen, keine weiteren. Das heißt, ich habe immer noch, bleibe noch bei diesen Protonen und Neutronen. Und die werden auch noch ständig ineinander umgewandelt. Ich bespreche die Prozesse hier nicht genauer, aber man kann eben Protonen durch Elektroneinfänge, Neutronen durch Positroneinfänge umwandeln in Neutronen und Protonen dann wiederum. Und das geht auch in die Rückwärtsrichtung. Das heißt, es stellt sich hier so ein Gleichgewicht ein. Und anfangs, wenn es noch sehr heiß ist, ist das Gleichgewicht ungefähr so, dass ich ungefähr gleich viele Neutronen wie Protonen habe. Aber je mehr das Universum dann im weiteren Verlauf abkühlt, desto mehr verschiebt sich dieses Gleichgewicht in Richtung der Protonen. Und das hat den einfachen Grund, dass Neutronen ein ganz klein wenig mehr Masse haben. Und deswegen brauche ich Teilchen, die mehr Energie, also höhere Temperatur haben, um Neutronen zu erzeugen. Und die habe ich nicht mehr zur Verfügung, wenn das Universum abkühlt. Das ist einfach eine Konsequenz auch aus der berühmten Formel von Einstein, E ist mc². Erst wenn ich ungefähr 10 Milliarden Kelvin erreicht habe, ist es so, dass diese Umwandlungsreaktionen ausfrieren, wie wir das nennen. Das heißt, dann stabilisiert sich das Neutronen-zu-Proton-Verhältnis. Es kann keine Umwandlung mehr stattfinden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ein Neutron-zu-Proton-Verhältnis von 1 zu 6, also ein Neutron auf 6 Protonen. Jetzt könnte ich im Prinzip anfangen, aus diesen Bausteinen weitere Atomkerne zu bauen. Also ich kann, der erste Schritt wäre, dass ich ein Neutron und ein Proton zusammenfasse und das gibt mir ein Deuteron, das ist ein Kern des schweren Wasserstoffs, H2. Das Problem ist, dass eben durch die hohe Temperatur ist die Strahlung auch noch so energiereich, also die Photonen, dass sie diese gebildeten Deuterien-Kerne sofort wieder zerschlagen. Das heißt, ich muss jetzt immer noch warten, man nennt das den Flaschenhals der primordialen Nukleosynthese, bis das Universum weiter abgekühlt ist, sodass die Photonen nicht mehr energiereich genug sind, um das zu zerschlagen. Und das passiert dann erst bei einer Temperatur ab 3 Milliarden Kelvin oder darunter. Jetzt ist allerdings so, dass ich diese Temperatur erst ungefähr 100 Sekunden später erreiche. Und zu dem Zeitpunkt sind die freien Neutronen, die da herumgeschwommen sind in der Ursuppe, sind bereits zerfallen, weil freie Neutronen keine stabilen Teilchen sind, die würden auch sich in Protonen umwandeln. Dadurch hat sich eben dieses Neutron-zu-Proton-Verhältnis weiter zugunsten der Protonen verändert. Statt 1 zu 6 habe ich jetzt 1 zu 7. Und ab dem Zeitpunkt kann ich Deuterium machen und dann geht es sehr rasant. Dann, sobald ich Deuterium habe, kann ich dann sofort weitere Reaktionen an dem Deuterium machen, also weitere Protonen anlagern zum Beispiel oder Neutronen, so sie noch da sind. Und bevorzugt mache ich dann Helium-4, weil Helium-4 ist einfach das am stärksten gebundene Kern unter diesen leichten Kernen, die ich da erreichen kann. Das heißt, alles, was mal Helium-4 wird, wird eigentlich nicht mehr zerstört, sondern es landet alles in dieser Senke sozusagen von Helium-4. Und jetzt kann ich einfach aus dieser Überlegung, dass ich zuerst mal ein Verhältnis 1 zu 7 von Neutron zu Proton habe und das praktisch alles umwandle in Helium-4, kann ich ganz leicht überlegen, wie viel Helium-4 ich dann kriegen würde. Das würde ich für ein Helium-4 würde ich dann 12 Protonen noch übrig haben. Alle Neutronen sind jetzt weg, sind im Helium-4. Das heißt, von der Teilchenzahl her hätte ich 8% Helium und 92% Wasserstoff, weil die Protonen sind eigentlich die Kerne von Wasserstoffatomen. Also werden später dann zu Wasserstoffatomen, sobald sie ein Elektron eingefangen haben. Meistens gibt man das eher als Massenanteil an, also wie viel Prozent der Gesamtmasse steckt im Helium und das sind dann ungefähr 25%, etwas weniger, weil eben viermal Protonenmasse ungefähr drin steckt, minus die Bindungsenergie vom Helium.
Aber so ein Viertel, also 25%, ist tatsächlich ein sehr guter Wert, sehr nahe an dem realen Wert. Und der Rest sind einfach die freien Protonen. Das heißt, man kann einfach hier aus dieser einfachen Überlegung sagen, ich erwarte, dass nach dem Urknall in der primordialen Nukleosynthese 75% Wasserstoff entstanden sind und 25% Helium-4. Und vielleicht noch ganz winzige Spuren anderer Elemente. Das ist eine wirklich fundamentale Vorhersage und die wird exzellent bestätigt. Wir finden tatsächlich, dass am meisten Wasserstoff im Universum zu finden ist und am zweitmeisten Helium mit 25% Anteil. Man kann sich das jetzt noch genauer anschauen. Also hier ist eine Simulationsrechnung gezeigt, oben ist die Zeit aufgetragen. Das kann man auch in die Temperatur übersetzen, das, was man hier unten sieht. Und hier aufgetragen ist dieser Massenanteil, also wie viel Prozent der Gesamtmasse sind in diesem jeweiligen Kern oder Isotop. Und da sieht man eben, dass erst, wenn die Temperatur unter 3 Milliarden Kelvin abfällt, bilden sich Deuterium, die Deuteronen, also H2. Aber gleichzeitig schießt auch hier das Helium-4 hoch. Und am Schluss habe ich, hier verbrauche ich die Neutronen gleichzeitig. Und das heißt, wenn ich dann zu späterer Zeit, sieht man auch, wie diese Kurven abflachen, das heißt, es ändert sich nichts mehr, habe ich dann hauptsächlich noch die übrig gebliebenen Protonen und Helium-4. Dann noch Spuren von unverbrauchten Deuteronen und dann auch noch weitere Elemente, von denen ich hier noch hauptsächlich das Lithium und Beryllium nennen möchte. Wir werden gleich hier sehen dann auch warum. Aber die sind in winzigsten Spuren hier nur, also 10 hoch minus 10 Massenanteil im Vergleich zu eben 0,75 für die Proton, 0,25 für Helium-4. Da, bei diesen späten Zeiten ist die Temperatur einfach zu gering, dass da noch irgendwas stattfindet. Hier rechts unten sieht man so ein Reaktionsnetzwerk, wie wir das bezeichnen, wo wir einfach auch berechnen können. So eine Rechnung wurde gemacht mit so einem Netzwerk. Wir müssen die Reaktionen, alle möglichen Kernreaktionen zwischen den einzelnen Kernen mit berücksichtigen. Und dann sehen wir einfach, dass sehr viele Reaktionen enden hier wirklich im Helium-4. Das ist sozusagen die Senke. Und es ist dann so ein Wettlauf mit dem Ausfrieren. Das heißt, wie schnell komme ich quasi von den Deuteronen hier über irgendeinen Weg in das Helium-4 und dort bleibt es dann hängen. Und alles, was dann nicht in das Helium-4 reingegangen ist, bevor nicht diese Reaktionen ausfrieren, das bleibt dann noch über. Und wie gesagt, das sind nur Spuren von weiteren Elementen. Das heißt, das sind diese abgebrochenen, unterbrochenen Reaktionsketten, die eigentlich auch in Helium-4 enden hätten sollen. Wir können allerdings noch etwas mehr lernen, als dass wir 75% Wasserstoff und 25% Helium haben. Wir können tatsächlich etwas mehr über die genauen Bedingungen während dieser primordialen Nukleosynthese lernen. Und bevor man nicht zum Beispiel den kosmischen Mikrowellenhintergrund extrem genau vermessen konnte mit den Satellitenteleskopen WMAP und Planck, war diese primordiale Nukleosynthese tatsächlich das Hauptmittel, um hier Informationen zu bekommen, zum Beispiel über den Materiegehalt. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns nochmal vor Augen führen, was ist eigentlich die Bedeutung von Dichte und Temperatur in dieser Periode. Also einerseits bei der Dichte ist es ganz, ganz einfach. Also Dichte ist einfach die Anzahl der Teilchen in einem gegebenen Volumen. Und wie wirkt sich das aus auf die Reaktionen, die da ablaufen? Natürlich, je mehr Teilchen ich in einem Volumen habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich nahe kommen und dass sie dann Reaktionen durchführen können. Wenn ich weniger Teilchen habe, dann ist das nicht so wahrscheinlich. Das heißt, bei gleicher Temperatur, aber höherer Dichte habe ich mehr Reaktionen, schnellere. Das heißt, ich komme zum Beispiel schneller ins Helium-4. Bei der Temperatur ist es etwas komplizierter. Ich habe einerseits etwas, was gut ist für die Reaktionen, nämlich die thermische Bewegung der Kerne, die schneller ist bei höherer Temperatur. Das heißt, hier die kinetische Energie, mit der sie sich bewegen, ist höher
Und auch das fördert eigentlich die Anzahl der Reaktionen, die pro Zeit ablaufen können. Andererseits haben wir ja gerade vorher gesehen, wenn die Temperatur zu hoch ist, werden die Kerne auch wieder zerstört, wie das Deuterium. Das heißt, habe ein Temperaturfenster, in dem eigentlich Nukleosynthese ablaufen kann. Also habe ich hier noch versucht zu illustrieren. Für die primordiale Nukleosynthese ist das ein Zeitfenster eben zwischen ungefähr 100 Sekunden und 1000 Sekunden. Vorher war es zu heiß. Da werden alle gebildeten Kerne sofort wieder zerstört. Nachher war es zu kalt, da gibt es keine Reaktionen mehr. Und nur in dem Fenster findet die primordiale Nukleosynthese statt. Jetzt könnte man sagen, okay, aber was ist jetzt mit der Dichte? Wieso habe ich die Dichte hier jetzt nicht eingezeichnet? Und das ist jetzt der interessante Punkt. Das Verhältnis von Strahlung zu Dichte, also wie viel Energie ich sozusagen in der Strahlung habe, also wie hoch die Strahlungsdichte ist, bei gegebener Temperatur im Verhältnis zur Materiedichte, das ist ein freier Parameter. Das wird im ganz frühen Universum gesetzt, noch lang bevor der primordialen Nukleosynthese, also noch bevor das Quark-Gluon-Plasma entsteht. Das heißt, das ist eigentlich kein Parameter der primordialen Nukleosynthese, beziehungsweise den ich vorhersagen kann mit meinen kernphysikalischen Mitteln, sondern das muss ich als gegeben annehmen. Das kann ich aber messen, wenn ich meine Resultate mit Beobachtungen vergleiche. Das heißt, das ist eigentlich der einzige freie Parameter, weil die Kernreaktion selber, die Eigenschaften der Atomkerne sind gemessen, den ich noch habe und den ich drehen kann, und hier die Nukleosynthese zu ändern. Und man nennt das den Eta-Parameter. Das ist die Materiedichte, oder weil ich eigentlich nur Protonen und Neutronen habe, die hier reagieren, ist es eigentlich die Bariondichte im Verhältnis zur Strahlungsdichte, also die Dichte der Photonen. Und ich kann jetzt mit diesem Parameter herumspielen, und das ist hier gezeigt. Also hier ist auf der horizontalen Achse dieser Eta-Parameter, Baryon zu Photon-Verhältnis aufgetragen. Und man sieht hier, wie sich die Endhäufigkeiten ändern. Wobei wieder zu beachten ist, dass es extrem verschiedene Skalen sind. Also hier für Helium habe ich eine lineare Skala, die nicht viel abweicht von eben diesen 25%. Während für Deuterium und Lithium, das sind das logarithmische Skalen. Das heißt, man sieht hier sehr große Änderungen, und das Ganze ist ein ganz anderer Häufigkeitsbereich oder Massenanteilbereich. Und das kann man auch wieder verstehen. Wenn ich jetzt diesen Eta-Parameter größer mache, dann habe ich eine höhere Dichte bei gleicher Temperatur. Das heißt, meine Reaktionen werden schneller und ich kann das schneller prozessieren in das Helium-4. Und das heißt, ich mache leicht mehr Helium-4, und im Gegenzug habe ich weniger Deuterium, weil weniger in den unvollendeten Reaktionsketten beim Ausfrieren übrig bleibt. Gleiche für Helium-3. Beim Lithium ist es etwas komplizierter. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber da gibt es eben Reaktionen, die Lithium erzeugen und zerstören, und die sind unterschiedlich abhängig von der Dichte, und deswegen gibt es hier so einen Verlauf mit einem Minimum. Wenn ich jetzt kann ich diese Häufigkeiten, die ich erhalte, könnte ich jetzt vergleichen mit Beobachtungen, also wenn ich diese ursprünglichen Häufigkeiten messen kann in Sternen, in alten Sternen oder irgendwo, dann könnte ich hier diesen Parameter bestimmen, weil ich muss das hier vergleichen mit den Häufigkeiten. Und erstens muss ich natürlich fordern, dass all diese Häufigkeiten reproduziert werden mit einem einzigen Wert von Eta. Und zweitens muss ich natürlich die richtigen Werte kriegen. Und wie wir gleich sehen werden, ist das tatsächlich der Fall, dass ich mit einem einzigen Wert von Eta hier gleich mehrere Häufigkeiten exakt kriege. Jetzt ist vielleicht noch schnell die Frage, okay, was eignet sich jetzt am besten, um diesen Parameter festzulegen? Das eignet sich natürlich das am besten, das Element oder das Isotop, das am stärksten abhängig ist von diesem Eta-Parameter. Und das ist nicht das Helium, auch wenn es so aussieht, aber das ist eben die andere Skala hier. Das verändert sich nur relativ wenig.
Aber am steilsten ist tatsächlich die Veränderung bei dem Deuterium. Das heißt, wir werden gleich sehen, dass das wirklich die Einschränkung gibt für meinen Ether-Parameter. Jetzt gibt es aber natürlich ein Problem. Wie messe ich primordiale Häufigkeiten, beziehungsweise wie bestimme ich die? Weil seit der Bildung der ersten Sterne und ersten Galaxien wurden ja die Häufigkeiten verändert in den Sternen und Sternexplosionen. Also alles, was im Urknall erzeugt wurde, wurde dann in ein interstellares Gas und Staub, aus dem sich dann Galaxien gebildet haben, gebracht. Dort haben sich dann aus Gaswolken Protosterne gebildet, dann Sterne. Die Sterne haben eine gewisse Lebensdauer und erzeugen zum Beispiel Helium zusätzlich. Sie vernichten auch gewisse Elemente, wie zum Beispiel Deuterium. Sie setzen dann das, was sie gemacht oder vernichtet haben, frei, entweder über planetarische Nebel oder bei massereichen Sternen durch Supernova-Explosionen. Das mischt sich wiederum in das interstellare Medium, in die Gaswolken. Aus dem entstehen wieder neue Sterne und so geht dieser Kreislauf weiter. Das heißt, eine Galaxie, sowohl das Gas in der Galaxie als auch die Sterne, die sich später gebildet haben, die sind immer reicher an schweren Elementen, also jenseits von Wasserstoff und Helium. Und deswegen ist es schwierig, ich kann nicht eher einen beliebigen Stern hernehmen und hier Wasserstoff und Helium messen. Ich werde zwar finden, dass das sich nicht viel unterscheidet vom ursprünglichen Wert, aber es gibt auch einen Unterschied. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie messe ich wirklich, wie bestimme ich die ursprünglichen Häufigkeiten. Das heißt, natürlich mache ich das, indem ich zu sehr alten Systemen gehe, die wirklich sehr früh im Universum entstanden sind. Das heißt, einerseits, ich versuche, Objekte zu betrachten und dort Häufigkeiten zu bestimmen, die sehr weit weg sind, weil das ist ja der Blick zurück in die Vergangenheit mit der endlichen Lichtgeschwindigkeit. Und andererseits kann ich sozusagen bestimmen, als Tracer bestimmen, ob das jetzt wirklich ein Objekt ist mit einer sehr frühen Zusammensetzung oder nicht, indem ich einfach den Gehalt zum Beispiel an Sauerstoff und Eisen oder Eisen messe, weil diese Elemente, die werden tatsächlich dann in Sternen gemacht, die dann später explodieren. Die kommen definitiv nicht aus dem Urknall. Helium-4 ist leicht zu beobachten, weil ich große Mengen habe. Aber das Problem ist, es wird eben auch in Sternen produziert. Deswegen muss ich eben zu sehr frühen Zeiten gehen. Und man kann das jetzt identifizieren, sehr gut in Emissionslinien aus entfernten Galaxien. Das heißt, entfernt wiederum alte Objekte. Und dort sind heiße Gaswolken. Und da sehe ich die Emissionslinien vom Helium-4. Deuterium kann ich in Sternen im Prinzip nicht bestimmen, weil das wird schon bei der Sternbildung völlig zerstört, irgendein Deuterium, was in der Gaswolke vorher war, aus der sich der Stern gebildet hat. Aber ich finde es noch in Quasaren, das sind eben diese sehr energiereichen Objekte im frühen Universum, wo quasi Quasarlicht durch eben auch eine Gaswolke, die noch nicht durch einen Stern gegangen ist, absorbiert wird und kann dort Deuterium-Häufigkeiten bestimmen. Lithium ist am schwierigsten und wir werden gleich sehen, dass das ein Problem ist. Es ist nicht klar, wie sehr es produziert oder zerstört wird in Sternen und in Sternatmosphären. Es kann auch im interstellaren Medium erzeugt werden durch energiereiche Protonen, also kosmische Strahlung. Es ist nicht sehr häufig, deswegen ist es überhaupt schwer zu identifizieren in Spektrallinien. Aber man identifiziert das dann eben in Sternen noch in der Milchstraße, aber in sehr alten Sternen. Alles andere kann man im Prinzip, ja, gibt es nur obere Limits vielleicht, aber es gibt keine schlüssigen primordialen Werte für zum Beispiel Beryllium oder Bor. Ich möchte hier einfach nur das Lithium zeigen als Beispiel. Also was man hier macht, ist, man hat hier aufgetragen die Eisenhäufigkeit in einem Stern. Die Punkte sind verschiedene Messungen aus Sternen in unserer Milchstraße. Und das ist quasi ein Maß für das Alter des Sterns. Also wenn er weniger Eisen drin hat, dann wurde er früher gebildet
in der Galaxie. Und somit nehmen wir auch an, dass das quasi sich immer mehr annähert der ursprünglichen Zusammensetzung. Und man sieht halt, dass jüngere Sterne hier rechts, die haben eine ziemliche Streuung im Lithiumgehalt. Aber wenn ich dann zu immer älteren Sternen gehe, dann gibt es hier ein sogenanntes Plateau. Und das nennt man auch das Spitt-Plateau nach dem französischen Astronomen-Ehepaar François und Monique Spitt, die das entdeckt haben. Und da nimmt man jetzt an, okay, dieses Plateau ist tatsächlich diese primordiale Häufigkeit von Lithium 7. Man hat nichts Ähnliches gefunden für Beryllium und Bor, also darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber was kann ich jetzt daraus lernen? Das heißt, jetzt zeichne ich diese Häufigkeiten, die gemessenen, in meinem Plot ein, wo ich wiederum hier das Eta, also Baryon zu Photon-Verhältnis, auftrage auf der horizontalen Achse und die Massenanteile der verschiedenen Isotope hier auf der vertikalen Achse. Und dann habe ich diese gelben Rechtecke und das ist quasi die obere, die vertikale Ausdehnung, das ist die Unsicherheit in den Beobachtungen. Und dann muss ich das eben verbinden mit der Vorhergesagten. Das heißt, alles in diesem Rechteck muss sich der Wert befinden. Dann kann ich das schneiden mit der vorhergesagten Linie. Übrigens, die Dicke dieser farblichen Linien der primordialen Häufigkeiten aus der Nukleosynthese, das sind die kernphysikalischen Unsicherheiten, die da noch drinstecken. Man sieht jetzt, dass für Helium ist das nicht sehr einschränkend, da habe ich noch einen relativ breiten Ätherbereich, aber am stärksten ist es, wie ich eben vorher erwähnt habe, für Deuterium, da kann ich das am besten eingrenzen, da gibt es nur so einen ganz winzigen, wenn Sie das überhaupt sehen, ein winziges Rechteck hier, ein gelbes, was mir da sehr strikte Limite gibt auf den Wert von Äther. Und tatsächlich ist dieser Wert sehr klein, also ist ungefähr 6 mal 10 hoch minus 10. Das heißt, es gibt nur 6 Baryonen pro 10 hoch 10, also Photonen, also Strahlungsteilchen. Das ist, wie gesagt, etwas, was man erklären muss, aber das ist der gemessene Wert. Ach ja, bevor ich auf das Problem komme, hier oben haben wir jetzt hier, was aus dem Deuterium folgt, diese Limite eingezeichnet. Das sind die äußeren Linien, senkrechten Linien. Ich kann das jetzt vergleichen mit dem, was ich aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund bekomme, weil auch der kosmische Mikrowellenhintergrund, also die neuesten Ergebnisse von dem WMAP und Planck-Satelliten, die sind so genau, dass ich da auch gewisse Bedingungen im frühen Universum herauslesen kann. Und man sieht, dass eben auch hier dieser Äther-Parameter gemessen werden kann. Und der stimmt sehr gut überein, also praktisch perfekt mit dem, was man aus der primordialen Nukleosynthese herausbekommt. Es hat sich die Wichtigkeit hier ein bisschen umgekehrt. Früher gab es eben diese Mikrowellenhintergrundmessungen nicht. Das heißt, man hat wirklich die primordiale Nukleosynthese zur Bestimmung von diesem Baryon-zu-Photon-Verhältnis benutzt. Heute ist man einerseits dankbar, sozusagen, dass es da perfekte Übereinstimmung gibt mit dem Mikrowellenhintergrund, aber der Mikrowellenhintergrund gibt tatsächlich sogar den Wert mit geringeren Unsicherheiten an. Das heißt, heute nimmt man im Prinzip den Wert aus dem Mikrowellenhintergrund und verwendet den dann in den Nukleosyntheserechnungen, um diese Häufigkeiten da auszurechnen. Was man noch sieht hier, was anscheinend jetzt nicht passt, das ist die Häufigkeit von Lithium 7. Das heißt, hier ist dieses gelbe Rechteck zu weit links, als dass ich mit dem Ätherparameter, mit dem einen Ätherparameter hier auch reinkommen würde. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist, ich sage zu viel Lithium 7 vorher, als anscheinend gemessen wurde. Das war früher nicht so, bevor es nicht die neueren Messungen gab, weil früher waren die Unsicherheiten in den Beobachtungen wurden als viel größer angenommen. Da war dieses Rechteck, das Gelbe bei Lithium, viel größer und alles hat perfekt zusammengepasst. Und das war das Beeindruckende, dass ich mit einem Parameter alle Häufigkeiten erklären konnte, die über einen großen Bereich hinweg, also über
zig Zehnerpotenzen hinweg. Jetzt nennt man das das primordiale Lithium-Problem, das sich eben gezeigt hat mit neuen Messungen, neuen Bestimmungen von diesem primordialen Lithium-7 in diesen alten Sternen. Allerdings ist es noch unklar, was eigentlich der Grund dafür ist. Es gibt eigentlich eine starke Vermutung, dass einfach diese primordialen Häufigkeiten falsch eingeschätzt werden, dass eben dieses Spit-Plateau nicht der wahre Wert, der wahre primordiale Wert ist, weil einfach bei der Messung von den Häufigkeiten muss man auch theoretische Sternatmosphären modellieren, damit man die Spektrallinien richtig kriegt. Man muss Wissen haben über die Sternentwicklung, über die chemische Entwicklung in der Galaxie, das heißt, wie sie sich angereichert hat im Laufe der Zeit mit schweren Elementen. Und da gibt es eine ganze Menge an Fehlerquellen. Es wurde in der Vergangenheit auch aufgebracht, dass vielleicht die Kernreaktionen zu ungenau bekannt sind. Natürlich, wie man sieht hier, der Fehlerbalken ist größer, aber kann auch nicht das erklären, dass man hier nicht an den Wert herankommt. Es gibt dann auch ganz exotische Erklärungen, die aber eigentlich meiner Meinung nach nicht hilfreich sind. Also dass man sagt, vielleicht gibt es irgendwie überlebende exotische Teilchen, die wir nicht kennen, aus den ganz frühen Phasen, also noch vor dem Quarkluon-Plasma, die überlebt haben bis zu dieser Epoche der primordialen Nukleosynthese verändern. Aber da wäre dann nicht klar, wieso sie nur das Lithium beeinflussen und nicht alle anderen Häufigkeiten auch. Deswegen würde ich das eher ausschließen als Erklärungsmethode. Okay, ich komme jetzt zum Schluss. Noch vielleicht, was man mit heimnehmen soll, dass eben die primordiale Nukleosynthese wirklich eines der Standbeine des Urknallmodells war, schon seit den Anfängen und auch immer noch ist, dass hauptsächlich eben Wasserstoff und Helium erzeugt wurden und Spuren von anderen Elementen wie Lithium, Beryllium oder Helium-3, dass es eine exzellente eigentlich Übereinstimmung, wenn man jetzt von Lithium-7 absieht, wo ja noch nicht klar ist, ob man wirklich die primordialen Häufigkeiten beobachten konnte. Aber es ist eigentlich eine exzellente Übereinstimmung mit den Beobachtungen, dass man nämlich mit dem einen einzigen Parameter Eta so viele Häufigkeiten wirklich richtig voraussagen kann. Und was auch noch interessant ist, ist, dass eben dieser Vergleich mit den Beobachtungen erlaubt, die Baryondichte im frühen Universum zu bestimmen. Das heißt, den Anteil der baryonischen Materie, also das ist die Materie, die wir kennen, in der gesamten Zusammensetzung des Universums. Das ist erstmal auch beeindruckend konsistent mit der Baryondichte aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund. Aber es hat natürlich auch eine andere Konsequenz, die man sich noch bewusst sein muss. Nachdem dieser Wert des Baryon-zu-Photon-Verhältnisses so klein ist, bedeutet das, dass eigentlich nur 5% des gesamten Inhalts des Universums baryonisch ist. Das heißt, dass es aus der normalen Materie ist, aus der wir auch bestehen. 27% ist dann nicht baryonisch, wo wir eigentlich nicht wissen noch, was es ist. Das ist die dunkle Materie. Und dann hat man ja auch noch einen zusätzlichen Effekt gefunden, der im frühen Universum noch nicht wirkt, aber über lange Zeiten, über große Distanzen hinweg anscheinend die Ausdehnung des Universums beschleunigt. Das kann man mit einer kosmologischen Konstante beschreiben. Das ist eigentlich ein Energiefeld. Und das trägt eigentlich zum Gesamtenergiegehalt des Universums 68% bei. Also ist eigentlich so etwas wie eine Erweiterung oder Fortführung des kopernikanischen Prinzips, beziehungsweise das eine weitere Demontage unseres Selbstbildnisses. Also es ist nicht nur die Erde, nicht das Zentrum des Sonnensystems, und die Sonne ist auch nicht das Zentrum des Universums. Und noch nicht mal ist die Materie, die wir bestehen, eigentlich der Hauptbestandteil des Universums, sondern im Gegenteil, es ist eines der geringeren Bestandteile. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich möchte noch schnell darauf hinweisen, nächste Woche ist noch ein weiterer Vortrag tatsächlich
die Architektur der Wirklichkeit Spuren einer neuen Kraft am CERN. Das hat einen gewissen Zusammenhang mit dem heutigen Vortrag, weil, wie ich eingangs gesagt habe, mit den Teilchenbeschleunigern kann man Bedingungen vermessen und Eigenschaften von Teilchen, die im ganz, ganz frühen Universum aufgetreten sind, also noch lang bevor die primordiale Nukleosynthese stattgefunden hat. Und vielleicht findet man dann auch die Erklärung dafür, warum dieses Ätherparameter so klein ist. Okay, ich kann jetzt Fragen nehmen. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist diese. Ist es Zufall, dass ausgerechnet die aktivsten schwarzen Löcher in den Quasaren auch die am weitesten entfernten Objekte sind? Wieso gibt es keinen Quasar in unserer Nähe? Nun, das hat einfach damit zu tun, dass eben in frühen Galaxien noch sehr viel Gas, Wolken und Staub nahe am schwarzen Loch im Zentrum sind. Das heißt, die werden da hineingesaugt und emittieren dabei Strahlung in den Akkretionsscheiben. Wir haben ja jetzt sehr schöne Beispiele von den letzten zwei Aufnahmen von vor 4 Jahren und von vor einer Woche oder so vom Event Horizon Telescope, wo die schwarzen Löcher in M87 und auch in unserer eigenen Galaxie beobachtet wurden. Aber in den Frühstadien der Galaxien ist einfach mehr Gas und Staub vorhanden, was da reinfallen kann. Deswegen sind sie viel aktiver. Während im späteren Verlauf ist es tatsächlich so, dass die im Prinzip, was reinfallen konnte, schon reingefallen ist. Und deswegen gibt es tendenziell weniger Emissionen in späteren Galaxien. Zum Beispiel ist schon der Unterschied bei M87 und unserer Galaxie, obwohl die Bilder sehr ähnlich aussehen, das ist im Prinzip nur der Effekt der Abbildung. Unser schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße ist sehr inaktiv. Deswegen war es auch viel schwieriger, das zu beobachten. Die zweite Frage ist, wie läuft der Umwandlungsprozess beim Zerfall eines Neutrons genau ab? Ist das Neutron dann schwerer als das Proton oder geht es auch umgekehrt, also ein Proton zerfällt in ein Neutron? Ja, das geht eben genau deswegen nicht, weil das Neutron schwerer ist als das Proton. Das heißt, ich habe hier Neutronen haben eine Halbwertszeit von ungefähr 10 Minuten oder eine Lebensdauer von 660 oder so in der Größenordnung Sekunden. Und dann zerfällt einfach das Neutron in ein Proton unter Aussendung eines Elektrons und eines Antielektronneutrinos. Das Proton selber, das ist unseres Wissens nach stabil, weil es eben, es kann nicht in ein Neutron zerfallen, weil das Neutron mehr Masse hat. Möglicherweise kann es in andere Teilchen zerfallen, die im Standardmodell der Teilchenphysik nicht enthalten sind. Aber nach allen Messungen ist im Vergleich zur Lebensdauer des Universums ist das Proton tatsächlich stabil. Aber es kann nicht in ein Neutron umgewandelt werden, ohne dass ich nicht zusätzlich irgendwo Energie hinzufüge. Die nächste Frage ist, wie lange dauert die Umwandlung eines Neutrons in Protons? Geschieht das instantan, zeitlos? Das ist eine schwierige Frage. Im Prinzip tatsächlich könnte man das als instantan ansehen. Ein Neutron hat eben, das ist ein quantenmechanischer Prozess. Wir haben keine Möglichkeit, einen quantenmechanischen Umwandlungszeitdauer im Prinzip zu bestimmen. Das heißt, der Zerfall ist im Prinzip instantan. Aber statistisch gesehen hat eben ein Neutron eine gewisse Lebensdauer, eine mittlere, wie gesagt, beziehungsweise kann ich umrechnen in eine Halbwertszeit, die eben ungefähr 10 Minuten entspricht. Das heißt, im Mittel sind aus einer Anzahl von Neutronen nach 10 Minuten die Hälfte zerfallen. Welches Neutron wann zerfällt, kann ich aber nicht sagen. Das ist ein rein quantenmechanischer Effekt. Die nächste Frage ist, was ich nicht verstehe, ist der dramatische Temperaturabfall direkt nach dem Urknall in einem Zeitraum von 10 hoch minus 44 bis 10 hoch minus 37 Sekunden bei einer Temperatur von 10 hoch 32 bis 10 hoch 28 Grad. Das ist doch extrem kurz, um so stark abzukühlen.
Gut, dazu zwei Bemerkungen oder so. Die erste ist im Prinzip, wenn wir jetzt von Zeitraum 10 hoch minus 44 bis 10 hoch minus 37 sprechen, dann ist das reine Spekulation, weil wir können die nicht so zu solchen Energien messen, also am CERN, die uns die Eigenschaften der Teilchen damals geben. Das ist eigentlich eine Extrapolation, das unter der Annahme, dass sich alles so verhält, wie wir meinen. Es ist auch lange vor der primordialen Nukleosynthese, das heißt eigentlich nicht Thema dieses Vortrags. Aber die Abkühlung entsteht einfach dadurch, dass aus der Ausdehnung des Universums, die man aus den Friedmannschen Differentialgleichungen, aus den Lösungen berechnen kann, und durch die Abnahme es ist eigentlich eine Abnahme der Energiedichte, einfach weil ich eine sehr schnelle Expansion habe zu frühen Zeiten. Deswegen fällt die Energiedichte auch rapide ab und auch die Temperatur dadurch. Die nächste Frage ist, haben Sie für Ihre Forschung auch Ergebnisse des LHC verwendet? Nein, weil wie ich gezeigt habe, wenn ich da kurz zurückgehe auf eine meiner ersten Folien, und das war eigentlich ein wichtiger Punkt, den ich machen wollte, ist, wir sind hier bei der primordialen Nukleosynthese und das ist noch Kernphysik. Das ist nicht Teilchenphysik. Das heißt, hier in den kernphysikalischen Experimenten bin ich bei viel niedrigeren Energien oder Energiedichten als in der Teilchenphysik, als das, was man am CERN in den großen Teilchenbeschleunigern misst. Es gibt weltweit auch viele weitere Laboratorien, wo, wie ich schon erwähnte, über in den letzten Jahrzehnten die kernphysikalischen Eigenschaften und Kernreaktionen, die im frühen Universum stattfinden können, die relativ einfache Reaktionen sind, weil nicht sehr viele Neutronen, Protonen beteiligt sind, die wurden da schon bereits sehr genau vermessen. Aber dazu braucht man nicht so einen großen, energiereichen Teilchenbeschleuniger wie zum Beispiel am CERN. Deswegen nein, da gehen keine Ergebnisse vom CERN mit ein in diese Berechnungen. Die nächste Frage wäre, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass aus der kleinen Quark-Gluon-Plasma-Brühe das ganze Universum mit 2 Billionen Galaxien entstanden ist, das wir heute sehen, in Prozent? Nun, in Prozent heißt immer, dass ich etwas vergleiche mit etwas anderem. Aber wie kann ich ein Universum vergleichen, das ich wahrnehme? Das heißt, ich kann hier keine Wahrscheinlichkeit angeben. Dazu müssten wir quasi eine ganze Reihe von gleichen Anfangsbedingungen haben und dann schauen, ob sich die gleich entwickeln. Das heißt, eine Prozentangabe macht hier überhaupt keinen Sinn. Das heißt, aus unserer Sicht, das wissen wir, das Universum ist da. Es ist entstanden und es ist tatsächlich so entstanden. Es ist aus diesem Quark-Gluon-Plasma entstanden. Wo die Unsicherheit besteht, das ist in den ganz frühen Epochen. Also je näher wir uns wirklich diesen 10 hoch minus 30 Sekunden oder so nach dem Urknall nähern, oder 10 hoch minus 35 Sekunden, weil da sind wir noch nicht so weit in unseren Teilchenphysik-Experimenten, dass wir die Energien erreichen, um die Eigenschaften dieser Teilchen wirklich zu vermessen. Da können wir nur annehmen, dass sich das Standardmodell der Teilchenphysik weiter Bestand hat. Ja. Zum Beispiel, was hier auch noch gezeigt ist, ist diese Inflationsphase. Die hat man eigentlich mehr oder weniger postuliert, dass es die braucht, um gewisse andere Eigenschaften des Universums zu erklären. Also zum Beispiel, dass der Mikrowellenhintergrund in alle Richtungen von uns aus gesehen die gleiche Temperatur hat, was bei einer normalen Ausdehnung nicht der Fall wäre, weil sich weil dann die verschiedenen Raumregionen nicht ins thermische Gleichgewicht gekommen wären. Das heißt, muss man eigentlich annehmen, dass sie früher noch dichter beisammen waren, dann ins thermische Gleichgewicht kommen konnten und dann sind sie auseinandergetrieben worden und aus einer
erst ab dann entwickelt sich sozusagen normal weiter, wie auch dann weiter von der Relativitätstheorie beschrieben. Das heißt, es muss da irgendwo einen Prozess gegeben haben, der das in kurzer Zeit sehr stark aufgebläht hat. Was das für ein Prozess ist, das weiß man aber eben auch noch nicht. Dann ist eben die Hoffnung, dass mit den Teilchenphysik-Experimenten am CERN, dass man da auch eine bessere Erklärung dafür bekommt. Die nächste Frage ist, welches Element finden Sie am interessantesten, Gold oder Eisen oder ein anderes? Das ist schwierig. Vor allem betrifft es wiederum, nachdem Gold oder Eisen ja nicht in der primordialen Nukleosynthese entstanden sind, sondern in Sternen und Sternexplosionen, ist es natürlich schon schwierig, da irgendwie eine Präferenz auszusprechen. Jedes Element hat eine eigene Entstehungsgeschichte und das ist eigentlich auch genau mein Arbeitsgebiet. Es ist nicht nur so, dass jedes Element eine eigene Entstehungsgeschichte hat, sondern jedes Isotop jedes Elements hat eine eigene Entstehungsgeschichte. Und sowohl Eisen ist sehr interessant, weil es im Endstadium eines sehr massereichen Sterns erzeugt wird und dann eigentlich die Eigenschaften vom Eisenkern dazu führen, dass der Stern in einer Supernova explodiert. Aber auch Gold ist sehr interessant, weil Gold hat zum Beispiel nur ein einziges stabiles Isotop, im Gegensatz zu den meisten anderen Elementen, die mehrere stabile Isotope haben. Und es wurde in einem Prozess, der sogenannte R-Prozess ist, erzeugt, der wiederum in kollidierenden Neutronensternen oder verschmelzenden Neutronensternen stattfindet, wo man extrem hohe Neutronendichten braucht, um überhaupt diese Kerne jenseits von Eisen zu erzeugen. Also jedes Element, jeder Kern hat seine eigene Geschichte und ich habe da keinen Lieblingskern. Hier noch eine Frage. Wenn alles schwankt, wäre es denkbar, dass auch das Higgs-Feld von diesen Schwankungen betroffen war, dass es hier und da stärker wirkte und die Materiebildung begünstigt hätte? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Was mit schwankt gemeint ist, aber es kann natürlich gemeint sein, dass es Dichtefluktuationen gibt. Die Dichtefluktuationen, das ist im Prinzip, einerseits braucht man Dichtefluktuationen auf ganz kleinem Raum im frühen Universum, um dann später überhaupt Sternbildung anzustoßen und Galaxienbildung. Sonst gäbe es quasi keine Keime, wo sich dann das Gas, das erste Gas, was entstanden ist, beginnt zu verklumpen unter der eigenen Anziehung. Wenn alles nur wirklich exakt die gleiche Dichte hätte, dann würden wir heute noch nur einfach in einem Raum leben. Also wir würden nicht leben, aber es würde nur einen Weltraum geben, der erfüllt ist von einer feinen Gas- und Staubwolke. Allerdings zum Beispiel wurden auch Dichtefluktuationen herangezogen, größeren Ausmaßes, um gewisse Abweichungen zu erklären, zum Beispiel mit dem Lithium-Problem. Aber da hat sich gezeigt, dass das bringt immer alles durcheinander in der primordialen Nukleosynthese. Das heißt, große Fluktuationen kann man hier während der primordialen Nukleosynthese nicht haben, weil die würden jede Konsistenz mit den Beobachtungen zerstören. Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe mal gelesen, dass man auch dem Neutrino-Hintergrund eine Schwarzkörpertemperatur zuordnen könnte. Wie würde man das messen? Ich nehme an, dass damit gemeint ist, dass es analog zur kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, dass es auch eine kosmische Neutrino-Hintergrundstrahlung gibt. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Weil ich habe eben hier gesagt, dass in der Zeit, wo zwar Proton und Neutron schon entstanden sind, konnten sie aber ineinander umgewandelt werden durch die Elektron- und Positron-Einfänge,
beziehungsweise Neutrino-Einfänge und Antineutrino-Einfänge. Und hier werden Neutrinos und Antineutrinos erzeugt und zerstört. Das heißt, die wechselwirken hier mit der Materie. Sie sind im thermischen Gleichgewicht. Das heißt, sie haben die gleiche Temperaturverteilung von den Energien her. Aber wenn ich jetzt das ausfriere, das heißt, wenn diese Reaktionen nicht mehr stattfinden können, wie ich gesagt habe, eben wenn sie ab 10 Milliarden Kelvin oder etwas darunter, dann wechselwirken die Neutrinos nicht mehr. Und das ist das Gleiche wie bei der Entstehung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, wo die Photonen plötzlich nicht mehr wechselwirken mit den freien Elektronen oder Atomkernen, weil sich die verbunden haben zu neutralen, elektrisch neutralen Atomen, an denen die Photonen nicht mehr gestreut werden. Und so ist es auch hier, dass in dem Moment, wo diese Umwandlungsreaktion Neutronen und Protonen ausfrieren, machen die Neutrinos von damals, diese ursprünglichen, keine Wechselwirkung mehr und können dann frei strömen. Und das heißt auch, und das ist tatsächlich ein Neutrino-Hintergrund. Den sollte es geben. Der ist bei etwas niedrigerer Temperatur, also wenn ich mich recht erinnere, ist es ungefähr 1,4 oder 1,5 Kelvin im Vergleich zu den 2,7 Kelvin von der Mikrowellenhintergrundstrahlung von den Photonen, weil es eben früher ausgefroren ist, zwar bei höherer Temperatur, aber nachher war die Expansion länger und dadurch hat sich es verschoben zu geringerer Temperatur. Und tatsächlich gibt es dann eine Neutrino-Hintergrundstrahlung mit dieser Temperatur, aber die ist zu schwach, die können wir mit heutigen Detektoren nicht messen. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Fluss in einem Detektor wäre, aber es ist unmessbar, zumindest mit den heutigen und wahrscheinlich auch noch auf längere Zeit. Das wäre aber auch eine Voraussage von diesem Urknallmodell. Also man erwartet, sollte man das vielleicht in 100 Jahren oder in 500 Jahren doch mal messen können, dass man dann das findet, analog zum kosmischen Mikrowellenhintergrund. Zehntens, warum wurde das Higgs-Feld durch die Inflation nicht zerfetzt? Warum sollte es, wäre meine Gegenfrage. Das Feld ist im Prinzip überall. Es hat keine Beschränkung, keine Ausdehnung. Das heißt, das Feld ist einfach nur eine mathematische Operation. Ich habe hier ein Feld und das wirkt überall. Wie ich schon gesagt habe, Inflation, wir wissen nicht genau, was das war. Es wird gefordert aus einigen Überlegungen heraus. Wir kennen den Mechanismus noch nicht genau. Und ich muss auch hier ehrlich sagen, ich bin nicht der Experte für dieses ganz frühe Universum, was Inflation betrifft. Deswegen kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Lässt sich eigentlich angeben, wie groß das Universum zwischen 100 und 1000 Sekunden war? Ja, das lässt sich sagen, aber ich habe jetzt leider nicht mehr nachgelesen, wie groß es war. Deswegen kann ich das nicht wirklich beantworten momentan. Zwölfte Frage ist, ich frage mich, wenn ein Top-Quark eine wahnsinnig große Masse von 173 GeV hat, woher kommt diese? Nun, diese kommt durch die Kopplung vom Higgs-Feld. Warum diese Massen diese Werte haben, im Prinzip ist das nicht Teil des Standardmodells. Das Standardmodell gibt keine Voraussagen für die Größen der Massen oder für die Kopplungskonstanten, sondern die bestimmt man dann durch Messung. Das heißt, ich kann nicht sagen, warum es so ist. Es ist so. Woher kommen eigentlich die Quarks? Was sind deren Bestandteile? Hier kann ich vielleicht kurz eine Zusatzfolie zeigen. Wenn ich das jetzt noch zum Anzeigen bringe. Das ist das Standardmodell der Teilchenphysik hier rechts. Es gibt Quarks, drei Familien. Die erste ist Up- und Down-Quark.
Daraus bestehen im Prinzip besteht die uns bekannte Materie, das heißt die aus dem täglichen Leben, aus der auch wir bestehen. Also Protonen, Neutronen bestehen aus Up- und Down-Quarks. Dann gibt es dazu die sogenannten Leptonen, dazu gehört das Elektron und dessen Neutrino. Zusätzlich gibt es zu diesen Teilchen auch noch alle Antiteilchen, die einfach eine geänderte Ladung haben. Und man hat gefunden, dass es nicht nur diese eine Generation, wie man das nennt, also Up, Down, Elektron und Elektron-Neutrino gibt, sondern tatsächlich drei Generationen. Das heißt, es gibt weitere Quarks und weitere Teilchen, die ähnlich sind wie Elektron und Neutrinos. Und dann gibt es noch sogenannten Bosonen, das sind Teilchen mit Spin 0, die Kräfte zwischen all diesen anderen, zwischen den Quarks bzw. den Leptonen vermitteln. Das ist das Standardmodell der Elementarteilchenphysik und wir haben gefunden, dass man die Welt damit erklären kann. Woher kommen die Quarks? Sie sind Teil der Naturgesetze und wir sehen sie an als fundamentale Teilchen, das heißt, sie haben keine weiteren Bestandteile, genauso wenig wie zum Beispiel das Elektron. Die nächste Frage wäre, wie wird das Baryon zu Photon-Verhältnis in der kosmischen Hintergrundstrahlung bestimmt? Ja, das wäre ein eigener Vortrag eben zur kosmischen Hintergrundstrahlung. Es wird im Prinzip bestimmt aus, wenn ich da auf das ganz erste Bild gehe, was ich hatte. Hier links unten habe ich kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das ist eine Aufnahme von WMAP gezeigt gehabt. Und mittlerweile gibt es sogar bessere mit feinerer Auflösung von Planck, wo man Temperaturfluktuationen im kosmischen Mikrowellenhintergrund misst. Also die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung ist extrem isotrop und homogen, aber es gibt auf Niveau von ein Zehntausendstel Kelvin gibt es Temperaturschwankungen über die verschiedenen Regionen. Und das sind eben Ausdruck von auch Dichtefluktuationen zum Zeitpunkt, wo dieser Mikrowellenhintergrund entstanden ist. Und jetzt kann man, das ist nicht sehr einsichtig, jetzt kann man im Prinzip aus der Größe dieser Dichtefluktuationen bestimmen, auch wie groß der Baryongehalt ist im Universum, weil quasi Baryonen ziehen sich gravitativ an und bilden daher im Prinzip Gravitationstöpfe, in die dann weitere Baryonen fallen können. Aber durch die thermische Bewegung werden dann immer irgendwelche wieder rausgestoßen. Und dieses Fluktuieren, das übersetzt sich dann in diese Temperaturfluktuationen. Und aus dem kann man dann auch, aus deren Größe kann man dann auch berechnen, wie groß diese Baryonzahl ist. Das nächste ist auch eine sehr interessante Frage. Wäre die Lebensdauer des Neutrons wesentlich länger oder kürzer? Wie würde sich das auf die primordiale Synthese auswirken? Das ist tatsächlich war ein gewisses Problem oder ist ein gewisses Problem, weil ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Messungen der Lebensdauer des Neutrons mit verschiedenen Methoden, die innerhalb des Fehlerbalkens nicht kompatibel sind. Das heißt, man muss tatsächlich eine gewisse Lebensdauer annehmen. Diese hat eine gewisse Auswirkung, nämlich auf dieses Anfangsverhältnis, wo ich gesagt habe, es ändert sich von 1 zu 6 zu 1 zu 7. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass dieses 1 zu 7, dass das nach 100 Sekunden entstanden ist. Und die Unsicherheiten in der Halbwertszeit vom Neutron, selbst in den Inkompatiblen, ist das jetzt kein großer Unterschied. Wenn man jetzt auf sehr hohe Genauigkeiten gehen will,
also diese Bänder, die ich gezeigt habe in diesen Plots vom Äther, schmäler machen will, dann muss ich natürlich einen möglichst genauen Wert von der Halbwertszeit vom Neutron haben. Aber in diesen Bändern, die ich gezeigt habe, da ist die Unsicherheit in diesem Neutron-Halbwertszeit schon enthalten. Das gehört tatsächlich zu den nuklearen Unsicherheiten, die da noch bestehen. Gut, ich sehe, es sind keine weiteren Fragen mehr. Ich möchte jetzt noch mal zum Abschluss auf den nächsten Vortrag hinweisen, wenn ich jetzt noch die Folie entsprechend finde. Wie gesagt, im nächsten Vortrag, und das ist vielleicht auch für einige Fragesteller von heute interessant, geht es tatsächlich um Experimente am CERN, die das Verhalten von Teilchen und Kräften bei sehr hohen Energien besprechen wollen oder erforschen wollen. Und das hätte dann wirklich auch wiederum einen Einfluss auf unser Verständnis dieses sehr frühen Universums, also zum Beispiel da in der Inflationsphase oder darum oder kurz nachher. Und deswegen würde ich da empfehlen, auch diesen Vortrag anzuhören. Und wenn Ihnen dieser Vortrag hier gefallen hat und Sie an solchen Vorträgen allgemein interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen auch noch den YouTube-Kanal zu abonnieren vom Haus der Astronomie, Faszination Astronomie Online. Dann danke ich für heute und schönen Abend noch.